Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Und jeden Tag, wie den Tag davor, stehe ich auf, wasche mein Gesicht, sehe mich im Spiegel und bin... angewidert. Ich kämpfe hier um jeden Zentimeter. Für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jeden, der dazugehört, in Stücke. Krallen uns mit den Fingern in die Erde für jeden Zentimeter. Weil wir wissen, wenn wir die Zentimeter zusammenzählen, die wir geholt haben, ergibt das am Ende den verdammt wichtigen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Richtig. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück für Stück nach oben. Mögest du immer Rückenwind haben und stets Sonnenschein im Gesicht. Mögen die Schicksalsstunden dich im Lauf tragen, auf dass du mit den Sternen tanzt. Was ist an dem Tag, wenn ihr frei seid und ihr seid nicht fertig, ihr seid nicht vorbereitet und wenn ihr euch dann umseht und euch nicht gefällt, wie die Welt ist? Was ist, wenn die Welt nur eine wahnsinnige Enttäuschung ist? Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, Männer. Ich meine, ein halber Schritt zu weit oder zu kurz heißt meistens, ihr kriegt den Ball nicht. Nur eine halbe Sekunde zu schnell oder zu langsam und ihr greift vorbei. Nur wenn nicht geliebt.
Was werdet ihr tun? Yeah!